Ringerderby am Samstagabend in der BBZ-Halle Willisau. Willisau gewinnt gegen Hergiswil 22-16. Zu den Gründen Willisauer Trainer Thomas Bucheli gegenüber Telenapf. Ja, wir haben schlussendlich 7 von diesen 10 Kämpfen gewonnen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir halt oben auf sind. Mit welchen Erwartungen sind ihr hierher gekommen? Wir haben in der Vorrunde ganz knapp verloren. Ein bisschen unglücklich verloren im Derby gegen Hergiswil. Mit einem Punkt. Und das haben wir unbedingt gut machen. Die Ringe sind heiß gewesen, die haben unbedingt wollen. Das hat man angemerkt und sind auch dementsprechend in den Kampf gegangen. Wie sind ihr bei der Aufstellung vorgegangen? Was habt ihr da überlegt? Wir haben eigentlich sehr stark aufgestellt. Wir haben so, wie es auch gerade passt hat, die Leute, die fit sind, haben wir reingetan und das hat sich auch bewährt. Zu der Hergiswiler Niederlage, der Coach, der Stefan Glanzmann. Ja, wenn ich das Matchblatt anschaue, muss ich sagen, die ist recht knapp gewesen, eigentlich auch von unseren Kämpfen. Wir haben 2-3 Kämpfe, die auf Willisauer Seite gefallen sind, die genau hier auf unsere Seite fallen könnten. Zum Beispiel der Wiesler David oder der Akos Koriza. Ja, es sind Kämpfe gewesen, die genauso gut könnten auf unsere Seite fallen könnten. Ja, dann würden wir den Match schon gewinnen. Aber Matchblatt, das ist Stichwort, hier die Resultate der einzelnen Begegnungen. In der Kategorie 57 kg Greco verliert der Willisauer der Matthias Schwägler gegen Hergiswiler Patrick Krölli durch technische Unterlegenheit 0-15. Das gibt 4 Mannschaftspunkte für Hergiswil, keine für Willisau. In der Kategorie 61 kg Freistil gewinnt der Willisauer der Timo Zetter gegen Thomas Wieser noch Punkte 5-2. 2 Punkte für Willisau, 1 für Hergiswil. Bei 65 kg Greco gewinnt der erst 16-jährige Tobias Bartmann gegen David Wiesler 8-1 nach Punkten. Das gibt 3 Punkte für Willisau, 1 für Hergiswil. Bei 70 kg Freistil hält Kilian Arecke sprichwörtlich mühelos 4 Punkte für Willisau, weil der Marco Hodu drittverletzungsbedingt gar nicht erst an. Bei 74 kg Greco verliert Roger Heiniger gegen Hergiswiler Routinier Patrick Stadumann 4-11. Damit 1-3 Punkte für Hergiswil. Alex Knecht wird von Philipp Kunz auf den Rücken gelegt. Schultersieg 0-4 Punkte für Hergiswil. Der Sammy Scherer lässt im Julius Kurmer nur gerade eine Chance. 16-1 und damit technische Überlegenheit, 4 Punkte für Willisau, 1 für Hergiswil. Der Stefan Reichmuth lässt dem Raffi Kaufmann keine Chance. 16-0, volle 4 Mannschaftspunkte für Willisau. Der Jonas Bosser bezwingt den Akos Koriza 6-2, 2-1 Punkte für Willisau. Und genau das gleiche Resultat bei dem Schwergewicht Marco Riesen gegen Martin Suppiger. Erstaunliche Resultate gibt es von den anderen Mannschaften zu vermelden. Der Tabellenletzte Einsiedler unterliegt dem Tabellenerste Krieser überraschend knapp mit 18-19. Und ebenso verblüffend ist der 18-15 Sieg von Schattdorf gegen notabene amtierende Schweizer Meister Freiamt. Damit ergibt sich in der 8. Runde der laufenden Meisterschaft folgende Platzierung. 1. Krieser mit 14 Punkten, 2. Willisau mit 10 Punkten, 3. Hergiswil und Schattdorf mit je 8 Punkten, 5. Freiamt und 6. Einsiedler mit 2 Punkten. Soweit der erste Bericht, die ausführliche Reportage gesendet am Montag. Das ist der Samstag nach der 4. Die zweite Mannschaft, also die erste Liga.